Seit der Synode am Timmendorfer Strand hat es gravierende Ereignisse gegeben, in der Welt, in der Gesellschaft und für uns Katholiken insbesondere auch in unserer Kirche. Papst Franziskus ist eine Herausforderung für uns Katholiken, nicht nur für die Kurie in Rom. Aus dem Geist und der Konsequenz des Evangeliums ist er gewissermaßen radikal sozial. Die Kardinäle haben ihn ja anscheinend vor allem deshalb gewählt, weil er in der Versammlung vor dem Konklave noch nie gehörten Freimut von den Gefahren einer Kirche, die um sich selbst kreist, gewarnt hat, von einer narzisstischen Theologie gesprochen hat. Und damit werden wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, inwieweit wir so sehr oft mit uns selbst beschäftigt sind, mit unseren Befindlichkeiten, mit dem, was intern zu regeln ist und zu wenig dann oder etwas aus dem Blickfeld gerät, das, was unsere Aufgaben sind. Und so will ich fragen, sind wir nicht auch in der Ökumene in der Gefahr, zu sehr um uns selbst, um unsere innerkirchlichen Befindlichkeiten, unsere Identität, unsere Erwartung an den jeweils anderen zu kreisen? Reduzieren wir die Ökumene nicht zu sehr auf theologische Differenzen, verstellen und verschütten uns damit nicht womöglich den Blick für die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten des gemeinsamen Tuns? Durch diese Fixierung auf das, wo wir noch nicht gemeinsam sind. Verharren wir mitunter auch in Selbstgerechtigkeit und erwarten die Veränderungen nur beim jeweils anderen. Sind wir nicht zu sehr auf das noch Ungeklärte, auf Kontroverses, auf Mängel fixiert? Warum ist das so, wenn diese Analyse und diese Einschätzung richtig ist? Ist es womöglich Angst vor Identitätsverlust, vor Bedeutungsverlust? Wird dann womöglich Kirchenpolitik wichtiger als das Gebot, auf dem Weg der Einheit, einer Einheit in Vielfalt, mutig weiterzugehen? Und ich denke, die Fragen müssen wir uns alle miteinander immer wieder stellen. Papst Franziskus stellt uns Katholiken vor allem vor die Frage, was aus der Konsequenz des Glaubens, der Zuwendung und der Liebe Gottes zu den Menschen unser Beitrag für die Nöte der Menschen und für die Nöte unserer Zeit ist. Ich bin überzeugt, die drängende Frage, die wir alle Christen uns stellen müssen, ist, was ist unser Beitrag als Christen zur Linderung der Nöte der Menschen, zur Lösung der zentralen Fragen unserer Zeit? Und ich plädiere dabei ja für einen Wechsel der Perspektive. Wo ist unser Beitrag notwendig, sollte die erste Frage sein. Nicht, was erwarten wir für uns?